Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stalker Lost Alpha. Und wir sind hier in der letzten Folge runter ins Agroprom. Nicht ins Agroprom Forschungsinstitut. Wir sind im Gebiet Agroprom Forschungsinstitut, aber wir sind in Labor. Nee, Labor auch nicht. Wir suchen einfach. Wir sind im Untergrund. Ja, wir suchen einfach Strelox Speicherstick, glaube ich, ne? Genau, Strelox Speicherstick. Die Frage ist, wie kommen wir hier gerade überhaupt durch? Können wir hier durchgehen? Das sieht gut aus. Genau, ganz am Rand kommen wir durch. Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Okay, Zombies. Ich werde mal eben die reinnehmen. Gib mir deinen Kopf. Oh, der eine Schuss ging gerade eben ganz daneben. Ich werde mal eben Taschenlampe nehmen und ich werde mal eben auf die Shotgun wechseln. Und du bist mir ein bisschen schnell unterwegs. Okay. Fliegende Gegenstände sind nie toll. Halt, X ist Rennen. Ich habe gerade auf Shift gedrückt zum Rennen. Ein Shotgun ist ganz gut gegen die. Bleibt gefällig liegen. Freut aber ganz schön heftig, wie ich gerade eben links von mir die Wand getroffen habe. Du lebst noch. Jetzt glaube ich nicht mehr. Da hinten ist noch einer. Habt ihr Loot dabei? Ihr habt glaube ich keinen Loot dabei, ne? Ich durchsuche mal eben die hier. Er hat keinen. Ne, sind ja auch Zombies. Was wollen die groß dabei haben, ne? Vielleicht noch ein paar menschliche Gehirne, aber den kann ich nicht. Jetzt kann ich ihn durchsuchen. Kann ich ihn durchsuchen? Nee. Bleib mir weg. Wow! Okay, Sturmgewehr hätte ich gerne mal unten verbannt. Da liegt ein Artefakt. Sag ich doch. Wo ist das Vieh? Keine Ahnung, was es genau ist. Auf jeden Fall will ich es töten. Mach mal eben das Licht aus. Und Nachtsicht an. Der hat so schön leuchtende Augen. Okay, das ist wie so ein Schutzwall wahrscheinlich. Ich glaube, das war's. Er liegt auf jeden Fall am Boden. Ich pack mal eben ein bisschen Munition hier hoch. Er liegt am Boden. Okay. Das sollte es mit ihm gewesen sein. Kann ich Nachtsicht wieder ausmachen erstmal. Mal schauen. Pistole haben wir gar nicht groß gebraucht. Die Shotgun haben wir ein bisschen gebraucht. Dann lege ich da nochmal neue Munition rein. Und nehmen die auch wieder rein. Und dann schnell weiter, bevor wir hier zu viel Licht von der Taschenlampe verballern. Unnötig. Denn wie gesagt, wir brauchen Batterien, um die Taschenlampe irgendwann wieder aufzufüllen. Oder halt eine andere Taschenlampe, die noch voll ist. Dann noch ein Artefakt vor uns. Und das kriegen wir scheinbar nicht kaputt. Wow. Hand eines Bührers. Bührer sind das also. Hand eines Bührers, selten und daher eines wert. Einiges wert wahrscheinlich. Die Wissenschaftler zahlen bestimmt einiges dafür. 2000, okay. Liegt hier sonst irgendwo noch irgendwie ein Artefakt oder so? Nee, ne? Was war das für... Ich mach mal eben kurz Licht aus.
Wir haben jetzt zweimal Schleim. Blutung plus, aber minus 5%, dafür mehr Verbrennung und Verätzung, ist also nicht so toll. Dann haben wir eine Schnecke, minus 10% Blutung und minus, dafür mehr Verbrennung und Verätzung, das ist okay. Und Verätzung plus 10%, also Verätzungsschutz ist das wahrscheinlich immer. Das ist sehr schön. Dieses Artefakt ist so selten, dass manche Forscher sich nicht vorstellen können, dass eine solche Substanz in einer natürlichen Umgebung zu finden sein kann. Stößt chemische Säuren aus. Okay. Gebildet durch die Anomalie Galat. Die negativen Eigenschaften dieses Artefakts werden durch eine erhöhte Blutgerinnungsfähigkeit ausgeglichen. Auf ein solches Artefakt trifft man nicht häufig, sodass es hoch im Kurs steht. Sehr schön, das bringt 5000, das bringt 2500, das bringt nur 1000, okay. Dieses Artefakt wird mit Sicherheit durch die Anomalie Galat erzeugt. Bei optimalem Einsatz bluten Wunden damit weniger, obwohl der Träger empfindsamer gegenüber Verbrennungen wird. Ich bin am Überlegen, ich glaube, ich nehme das mal rein. Ich werde hier mal 20 Schuss rausnehmen. Jetzt haben wir nämlich, ja, Verätzung schon mal ein bisschen weniger. Verätzung ist zwar jetzt nicht so häufig bei uns gerade der Fall, aber... Es kann ja nicht schaden, es hat keinen negativen, da liegt schon wieder ein Artefakt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Bevor ich es aber angreife, ein Quick Save. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen Typen erschossen. So, schönes Artefakt, komm mal her. Licht kann ich erstmal wieder ausmachen. Er hat uns ja irgendwie gesagt, oh, schick. Ich nehme das auch mal eben mit, zumindest zum Entladen. Entladen, nee, nee, du. Pack ihm die Pistole auf jeden Fall wieder rein, das wird aber auch nicht reichen. Nee, pack ihm das Sturmgewehr auch nochmal rein. Ja, was wollte ich jetzt noch? Genau, ich wollte noch schauen, ob die Taschenlampe voll ist. Die ist nicht voll. Egal, wir nehmen es trotzdem mal mit. Und jetzt überlegen, wo gehen wir hin? Es wurde uns gesagt, da, in der Richtung ist wohl Stredoks Speicherstick. Und es wurde ja auch gesagt, wo wir hingehen sollen. Also geh die Treppen runter und du kommst in einen Gang. Dort auf der rechten Seite kommt eine Tür. Da drin scheint das Versteck gewesen zu sein. Dort habe ich das Buch gefunden, aber den Inhalt habe ich nicht wirklich kapiert. Vielleicht hast du Glück. Die Treppen runter und du kommst in einen Gang. Das war hinten der Gang, wo wir gestartet sind, oder nicht? Auf der rechten Seite kommt eine Tür. Schau mal eben, ob hier irgendwo... Okay, die Stelle kommt mir bekannt vor. Das bedeutet, ich gehe erstmal hier hinten hin. Hier irgendwie durchzukommen. Das geht doch. Mach jetzt auch nochmal ein Quick Save. Da hinten liegt noch ein Artefakt, glaube ich, da. Tatsächlich. Schon wieder. Hier wimmelt es von Artefakten. Aber hier müssen wir, glaube ich, nachher wieder raus, ne? Finde einen Weg aus dem Untergrund, genau. Jetzt müssen wir erstmal einen Speicherstick und das Buch finden. Hier ist auf jeden Fall nichts. Jetzt haben wir nur 20... Ja doch, das ist... Nee, das ist nicht normal, dass wir nur 20 Schuss im Gürtel haben. Wir müssen noch 30 im Gürtel haben, eigentlich. Glaube ich zumindest. Das sieht schon mal okay aus. Und wir stolpern nochmal über ein Artefakt. Schleim. Ach, das hatten wir aber schon. Jetzt haben wir schon 3 davon. Oh ja, hier liegt eine ganze Menge rum. Das ist sehr, sehr geil. Das sind wahrscheinlich die Galat-Anomalien. Hier da hinten liegt schon wieder welches. Eins rum oder zwei? Zwei sogar. Tatsächlich. Okay. Und noch einmal Schleim. Wir suchen erstmal sein Buch, wie es uns angezeigt wird. Bevor wir irgendwas anderes suchen. Ich sollte mir die Taschenlampe, glaube ich, mal irgendwie umlegen. Moment. Das ist ein Stück rechts von uns. Das Buch könnte drüben sein, wo wir eben waren, oder nicht?
wenn ich mich nicht täusche. Das könnte echt... Da hinten liegt noch ein Artefakt. Schauen, ob wir da... Da kommen wir ran, ja. Liegt nochmal Schleim. Ja, wir sammeln Schleim auf. Auch immer schön, ne? Okay. Aber wenn da ein Trepp nach oben geht, bezweifle ich, dass... Die Stelle, aber hier kommen wir nicht ran, nee. Ich dachte gerade, da wäre noch ein Artefakt. Okay, also das... Ich muss gerade mal nochmal drauf schauen. Strelocks Buch. Strelocks Speicherstick und einen Weg aus dem Untergrund finden. Oder sind wir einfach zu... Nee, das Buch war auch nicht an der Oberfläche, oder? Ich glaube nicht. Dann schauen wir einfach mal. Gehen wir mal hinten die Treppen hoch. Beziehungsweise schauen eventuell... Ich höre auch die ganze Zeit... Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich so die ganze Zeit so ein Atmen höre. Moment, da gibt's... Gab's hier was? Es könnte sein, dass hier was... Durchsuchen, genau. Strelocks USB-Stick. Okay. Hat einen Namen Doc eingraviert. Jetzt muss ich aber... Ne, ich muss das Buch scheinbar nicht mehr finden. Okay. Verpiss dich! Okay, der ist tot. Kommt noch was, ne? Ich höre auf jeden Fall noch irgendwo was. Ich werde mal noch nach oben gehen hier. Oh mein Gott. Unter der Treppe liegt nichts. Ich weiß nicht, ob ich gerade eben Quicksave gemacht habe, wirklich. Deswegen mache ich nochmal einen. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt gerade rauskommen. Wenn wir hier nämlich rauskommen, gehe ich doch nochmal zurück. Okay. Hier teilt es sich wieder etwas auf. Jetzt sind wir bei der Fabrik wieder. Hier sind nochmal Artefakte. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder ein Artefakt. Okay, ich glaube, hier sollen wir noch gar nicht... Hier müssen wir normalerweise später nochmal hin. Wenn mich nicht alles täuscht. Einfach mal alles durchsuchen hier. Nee, hier sind wir reingekommen. Okay. Das ist jetzt interessant. Das heißt, wir haben oben ein Stück geskippt. Mehr oder weniger automatisch. Ich sollte vielleicht das Licht anmachen, dass ich wenigstens überhaupt was sehe. Das Nachtsicht bringt hier wahrscheinlich nicht so viel. Naja, nicht wirklich. Ich brauche eindeutig ein besseres Nachtsichtgerät. Wir schauen aber nochmal drüben weiter. Da war ja noch ein anderer Gang. Ihr hört das Atmen doch auch, oder nicht? Ich lade mal kurz alles hier im... Was heißt alles? Nur das eine im Gürtel nach. Haben wir noch ein anderes Artefakt? Haben wir nicht gefunden. Okay. Dann gehen wir weiter. Schauen da oben nochmal, wo wir dann noch hinkommen. Ansonsten gehen wir hinten den Ausgang. Oder hinten zum Ausgang. Hier nutze ich mal das Nachtsicht eben. Ich denke nicht, dass hier jetzt was kommt gerade. Okay. Hauptsache steht mit F die Tür öffnen, obwohl die Tür...
Speicher abgeschlossen, findest Dreadlocks versteckt. Okay, gezeichneter Maulwurf hat mir gesagt, dass du nach Informationen über Dreadlocks suchst, wo du gerade beim Agroprom bist. Kannst du einem Freund von mir helfen? Ich sehe zu, was ich herausfinden kann. Ich schicke dir seine letzte bekannte Position rüber. Machen wir. Ich will mich aber vorher nochmal hier unten umschauen. Ob es da noch irgendwo was zu holen gibt. Irgendwas wird da eventuell noch sein. So, wieder aus, damit wir Batterie sparen. Mehr oder weniger sparen. Dann können wir gleich vielleicht auch mal gucken. Wir müssen jetzt wahrscheinlich... Ah, wir müssen dahin. Das heißt, wir können aber auch gleichzeitig... Rette Maulwurf, okay. Können wir auch gleichzeitig den Stash holen. Ich weiß noch, dass früher war Strelocks Versteck irgendwo in einem dieser... Gänge. Da bin ich eigentlich jetzt auch von ausgegangen, aber scheinbar hat sich da irgendwie ein bisschen was verändert. Ich meine, das wäre der hier gewesen. Irgendwas höre ich. Okay, ich höre schon die ganze Zeit irgendwas. Genau das ist das Schlimme. Hier liegt eine Leiche. Ja, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Ach, wisst ihr was? Eben alles nehmen. Die Waffen wieder entladen. Und ihn wieder rüber schmeißen, die Scheiße. Jetzt war er bei 52. Puh. Hat er denn irgendwas so Schweres dabei gehabt jetzt? Ich habe jetzt gar nicht so genau drauf geachtet. Das lassen wir eben da. Die Flasche Wodka. Ich glaube, ich lasse ihm nochmal eine Waffe da und nehme den Wodka doch mit. Eine Person auf dem Radar. Es wird allerdings nichts angezeigt. Also gehen wir stark davon aus, dass es ein Feind ist. Ich erinnere mich im Original an diese Stelle. Das war immer nervig, weil da oben über uns Gegner waren, die auf uns runtergeschossen haben. Okay, hier ist ein Eingang. Frage ist, ob es weiter nach oben geht wirklich. Aber es ist auch sehr cool gemacht, dass jetzt der Untergrundbereich hier, der war früher, meine ich, ein extra abgetrennter Bereich, wo es ein Ladescreen immer gab. Hier kommt man jetzt offen darunter, also ganz frei, ohne Ladescreen. Das ist sehr geil. So, Licht wieder aus. Ich mag die jetzt schon nicht. Könnte sein, dass er tot ist. Könnte sein. Muss nicht sein. Ich nehme aber die Shotgun eben wieder rein. Zwei Leute am Radar. Ich schaue erstmal eben oben hin. Sieht mir aber nicht danach aus, als ob hier irgendwas wäre. Nee. Gehen wir runter. Okay. Nehmen sein Händchen mit. Machen nochmal einen Quick Save. So dunkel, da sieht man gar nichts. Selbst mit Nachtsicht nicht. Okay, ist auch nur der ersten Generation, aber... Oh, scheiße. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Das wird nicht gut enden, wenn wir hier rausgehen.
Denn hier ist ein Militärlager. Und das ist böse. Das heißt, wir gehen entweder zurück oder gehen hier raus und kämpfen uns durch. Ich würde aber sagen, ich tendiere eher dazu, zurückzugehen. Aber was wir genau machen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like würde ich mich super drüber freuen, Kommentar auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stalker Lost Alpha.